Was machen Sie vor meiner Tür? Ja, kommt rein, kommt rein. Ich will ja jetzt mal nicht unfreundlich sein, ne? Gerade bei meiner neuen Roomtour. By the way, das ist jetzt meine neue Wohnung. Da haben wir heute richtig öffentlich, naja, sage ich mal, zugelegt. Und deswegen möchte ich euch erstmal die Roomtour zeigen. Und ich hoffe, euch gefällt's. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn ihr das nice findet, auch auf diesem Kanal, dass es hier alles noch ein bisschen heftiger aussieht. Und ich will jetzt gar nicht weiter flexen oder so, sondern wir legen jetzt einfach los. Und ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze jetzt bei mir so aussieht. Also ich habe mir jetzt vor kurzem erst noch diese Wand sozusagen zugelegt, hab dann noch, das ist ein Fake-Ofen, also das ist kein richtiges Holz da drin, sondern das kannst du halt alles elektronisch einstellen. Ist sehr, sehr wild, liebe Freunde, wirklich absolut Premium. Genauso natürlich auch LG-Fernseher und auch Sonos. Und ich höre jetzt mal auf, Scheiße zu labern. Nein, wir sind hier in der Niederlande und wir haben hier unseren Kurzurlaub gebucht. Und jetzt gar nicht denken, dass es hier so krass viel Geld gekostet hat. Das hat zwar ein bisschen was gekostet, aber es war jetzt nicht so geisteskrank teuer. Also ohne Scheiß, also preis-leistungstechnisch war es echt sehr, sehr stabil, muss ich wirklich sagen. Und ich bin immer noch verblüfft. Das ist ein LG-Fernseher. Leute, man kann das mit dem Internet verbinden und dann kann man hier Netflix schauen. Aber zu dem Special kommen wir dann nachher noch. Das ist nämlich noch viel, viel heftiger. Die haben hier, by the way, auch eine Soundbar. Und wenn ihr jetzt mal kurz mitkommt, komm mal mit, Kameramann, wofür habe ich dich bezahlt? Hallo? Komm mal, gucken wir in die Augen. Dann gibt es hier auch so ein iPad, das steht hier immer zur Verfügung und da kann man halt immer Musik anmachen und so, ne? Das ist halt ganz nice, drückst halt hier drauf und dann machst du es halt laut. Also sau nice. Sau, also ohne Scheiß, das ist direkt verbunden und dann hast du halt hier überall so eine Soundanlage, sage ich mal, im ganzen Raum verteilt. Sieht wirklich unfassbar fresh aus und es kann auch dann manchmal passieren, gerade bei den frischen Blumen hier, dass ich dann mich manchmal hier hinsetze, mir das Feuer angucke und einfach mal eine Nase ziehe. Weil es einfach so schön ist. Kameramann, was machst du bitte? Du sollst jetzt nicht das Möbel aus einem Zentimeter irgendwie filmen oder so. Es würde schon reichen, wenn du dich aufs Wesentliche beschränkst, ja? Auf die Blumen zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall geht's weiter, ja? Wir gehen jetzt in den Außenbereich wahrscheinlich. Wir gehen jetzt zum Außenbereich und zwar ist hier ein Balkon. Ja, wunderschön, gerade in den Niederlanden ist das eine sehr, sehr schöne Attraktion. Und da möchte ich jetzt gar nicht so laut reden, ja, weil hier sind auch Nachbarn bestimmt anwesend. Aber hier kann man sich theoretisch hinsetzen, aber es ist November und es ist ziemlich kalt, deswegen ich friere mir hier alles ein. Da drüben ist einer, da läuft mit einem Hund und da habe ich jetzt ein bisschen Angst zu reden. Und das sieht natürlich auch ziemlich fresh aus. Also da könnte man theoretisch mal eine Shisha rauchen, aber es ist viel zu windig dafür. Deswegen, Leute, wir gehen wieder rein. Das hat so keinen Sinn. Und ich möchte diesen Jungen dort nicht Angst einjagen, ne? Weil ich bin der absolute Überboss. Ja? Ich denke, das wisst ihr aber auch. Okay. Wir machen aber weiter. Und zwar zu etwas, was größer ist als meine Zukunft und größer ist als mein Leben und mein Werdegang. Ja? Und zwar geht es um diese Küchenzeile. Wie groß, guckt mir in die Augen, wie groß ist diese Küchenzeile bitte? Das ist über 5 Meter. Safe über 5 Meter. Hier kann ich mich 10-mal hinlegen und trotzdem ist das Ding größer. Das ist absolut Wahnsinn. Also Real Talk, das ist wirklich stark. In Marmoroptik, nicht Hochglanz, aber sieht wirklich unfassbar geil aus. Muss man einfach so sagen. Hier wird das ein oder andere Chicken gekocht. Nice, ja, so muss man das machen. Und Kühlschrank ist übrigens auch schon voll, den haben wir vorhin noch gefüllt. Wir hatten Sachen von zu Hause mitgenommen, weil, keine Ahnung, also wir wollten da jetzt nicht noch extra irgendwas Krasses daraus machen. Theoretisch stehen hier auch noch Sachen zur Verfügung, aber das kostet alles Schweinegeld und deswegen haben wir gesagt, nee, das müssen sie ja nicht übertreiben. Und ja, aber was geil ist, by the way, und zwar kann man sich hier einfach einen Kaffee oder Cappuccino machen, wenn man einfach mal hier drauf drückt. Also ist auch fresh. Ja genau, da seht ihr es nochmal. Es ist auch auf jeden Fall mega fresh. Man kann hier Sachen in den Ofen schieben und ja, das Ding in die Röhre stecken. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben hier auch, und das ist auch krass, das wurde uns vorhin gesagt, einen Wasserhahn, der kann auf 100 Grad erhitzen, wenn man es richtig anstellt. Da muss man es aber erstmal richtig anstellen, das ist schon das erste Problem. Irgendwie muss man das hochziehen und dann, keine Ahnung, dann erhitzt das auf 100 Grad und da hast du direkt kochendes Wasser und dann kannst du halt schneller Dinge kochen. Ist mega nice, muss man einfach so sagen. So, wir gehen direkt in die Ecke hier und zwar, jetzt kommt die Attraktion, pass auf. Mein Portemonnaie. Ja gut, das war's eigentlich. Mehr gibt es in dieser Ecke nicht zu sehen, außer diese wunderschönen Kühe. Das ist wirklich eine Kuhattraktion, ja. Das ist einfach königlich, ja.
Das sind heilige Kühe, die werden ja auch in Indien bisher vergöttert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Dann haben wir hier auch noch unsere Laptops mitgebracht. Ja, ich brauche den Laptop einfach, um meine nicht geschnittenen Videos zu schneiden, gerade auf dem Kanal. Vielleicht werde ich hier ein bisschen schneiden, muss ich einfach mal schauen und ja, vielleicht ein bisschen Hintergrundmusik hinterlegen oder so, muss ich einfach mal gucken. So, jetzt kommen wir zum Präsent, weil wir sind natürlich so überheftig, dass wir sogar noch ein Präsent bekommen haben, wo drauf steht, schön, dass ihr da seid und sowas willkommen. Ein Prosecco, ja, da wir allerdings niemals Alkohol befürworten würden und das selbstverständlich nicht trinken, werden wir keinen Schluck davon trinken und das armen Menschen in Afrika spenden. Und genauso auch die Lays definitiv, weil das ist ja ungesund. Nee, das ist Quatsch. Ja, also wir werden uns das auf jeden Fall reinsaufen. Wir werden mit 2 Promille oder 3 Promille dann nochmal schön Auto fahren und dann, keine Ahnung, wen wir da so mitnehmen, aber wahrscheinlich den einen oder anderen Passanten. Ja, dann kommt, achso, das können wir gleich noch machen, ja, weil auf der Toilette war ich auch noch nicht. Hier ist eine Toilette drin. Und du gehst hier rein und das Licht geht automatisch an, pass auf. Cool, ne? Dann kannst du hier scheißen. Aber das ist halt einfach eine kleine Toilette. Du kannst sogar, wenn du ein großer Mann bist, ja, Grüße gehen raus an Salami-Brötchen. Das ist, by the way, auch ein Meinungsblogger. Der ist ziemlich groß. Wenn der hier sitzen würde, sein Hals ist auch ziemlich lang, ne? Das ist größer als Kronifos Hals oder Pain, ne? Grüße gehen raus. Der könnte sich beim Scheißen angucken. Alter, weird flex, Bro. Weird flex, ohne Scheiß. Da bin ich richtig stolz. Also neidisch drauf, ja. Ich bin auf nichts neidisch. Auf keine Besitztümer, auf keine Luxusgüter. Aber langen Hals und sich beim Scheißen angucken, ist geisteskrank, ja. Also ein ganz, ganz anderes Niveau. Das hier ist auch wild. Das ist einfach eine Pflanze, ja. Pass auf, wir machen es jetzt folgendermaßen. Wir kommen jetzt zu 2 Schmuckstücken. Und zwar ist das einmal das Bad und einmal befindet sich das hier in dem Raum. Kommt einfach mit, es ist wirklich, es ist insane, sein Urgroßvater, und zwar, kommt her. Der Spiegel. Und wen seht ihr da drin? Den absoluten Überboss, richtig, ja. Also, das ist schon mal das erste Schmuckstück, ne, das ist ganz klar. Und jetzt sind wir hier drin. Ich kann euch auch einfach mal mitnehmen, ja. Oder willst, Kameramann, willst du dir das zutrauen? Weil hier ist ein Spiegel drin und da könnt ihr es jederzeit reflektieren. Du traust dir das zu? Dann, Kameramann, komm bitte mit. Wir haben hier einen Spiegel. Kameramann, hast du den Spiegel drauf oder filmst du noch in die Dusche? Weil die Dusche, da kommen wir noch dazu. Hier, da ist ein Spiegel und der hat Touch-Funktion. Das gibt es im Osten noch gar nicht. Leute im Osten, wir sind froh, wenn wir Bananen haben. Also hier ist einfach eine Touch-Funktion. Stopp, aus, an. Einen Moment, hier gibt es eine Fernbedienung, da kannst du dir alle Farben aussuchen. Also wenn du jetzt sagst, ey, Rotlichtviertel und sowas, geisteskrank, ja, mach's doch einfach an. Ja, hier, dann ballert dir doch die Farben rein. Genial, ohne Scheiß, einfach nur genial. Wir haben hier 2 Duschen, die wirklich mit großen Duschköpfen gedingst sind, ausgestattet sind. Und ich weiß nicht. Das ist auch noch so eine Brause, da kann man sich wahrscheinlich auch ordentlich ein abbrausen, ja. Geile Sache, gefällt mir auf jeden Fall sehr. By the way, wenn ihr jetzt da oben ans Fenster guckt, ja, da gibt es hier 2 Schalter. Und der eine, eigentlich funktioniert das, keine Ahnung, ist eigentlich auch egal. Da fährt das normalerweise hoch und drunter und keine Ahnung, irgendwas macht es das, aber ist auch scheißegal. Denn wir kommen jetzt eigentlich zum absoluten Highlight. Und ja, meine Freundin möchte natürlich euch alles nochmal zeigen. Das ist, nee, mein Kameramanninnen. Ja, ach, scheiß drauf, Kamerafrau. Die möchte natürlich nochmal alles ordentlich zeigen, genauso wie diese wunderbaren Schränke, die riesig sind. Aber Leute, das sieht jetzt nicht so spektakulär aus hier. Ja, aber ein was habe ich noch im Petto. Und da muss man einfach sagen, auf Knopfdruck passiert gleich ein Gamechanger. Das wird auch euer Leben verändern. Von vorne bis hinten. Karl S. kann einpacken. Den Flex hat nicht mal er. Pass auf. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wo habt ihr das schon mal gesehen?
Das ist doch aus amerikanischen Sitcoms oder sonst was. Da gibt's sowas oder irgendwelchen Future-Scheiß. Hier gibt's einen Fernseher, den kannst du aus dem Bett fahren. Alter, und wenn ich das sehe, da fahr ich eher aus der Haut. Das ist ja geistig. Eine ganz andere Liga. Jetzt mal Real Talk, das gibt's nirgends. Ja. Das ist krank. Das ist krank noch. Also das ist fast so krank wie der Einbauschrank. Und das ist gerade gereimt, deswegen habe ich es gesagt. Und ja, also was gibt's dazu eigentlich noch? Sind wir über 8 Minuten? Ja, wir sind über 8 Minuten. Perfekt, gut, dann kann ich ja das Video direkt beenden. Nein, ey, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Weil dieses Video dürfte auch so königlich und ritterlich geworden sein, wie, pass auf, es ist mir auch im Laufe der Roomtour aufgefallen, wie dieses fürstliche Eigentum, ja, dieses Bild, was original gezeichnet ist und das ist auch kein Fake oder eine Attrappe, das ist das Originalbild, das hat Dingenskirchen gemalt, ja. Deswegen checkt den Dude aus, ich verlinke den euch nicht in der Beschreibung, keine Ahnung, wer es gemalt hat. Ja, nee, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr wart auch zufrieden mit der Kameraführung. Bist du zufrieden? Weil es passiert jetzt nicht häufig, dass du da die Kamerafrau bist, ja? Gut, perfekt. Ja, also lasst gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne haut rein, Stechen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.